Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Return Trip. Wir haben in der letzten Folge verstanden, was das Spiel von uns will. Der Typ greift gerade ganz tief, aber wirklich ganz tief in die Trickkiste. Wir müssen mit Sachen arbeiten, die gar nicht im Bild sind. Und zwar muss man hier einfach dann, weil die kommen ja auch vorher nicht, ne? Das ist voll komisch. Man muss zurücklaufen, um sowas zu triggern zu können, damit man dann weiterkommt. Es ist richtig, richtig behindert, ey. Zählt das noch unter hart oder kann man schon dafür die extra Kategorie geistig behindert einführen? Das wäre doch was, oder? Wetten, ich schaffe das jetzt direkt, weil ich kann ja jetzt einen Hit ab. Also ich könnte, ganz ehrlich, ich will trotzdem das versuchen, aber ja, dann. Deswegen hat er halt den Berg hier so gemacht, ne, damit du auch da, nee, da müsste ich mir schon die Finger verbiegen, ich versuche das jetzt einfach so, natürlich nehme ich jetzt noch nicht mal mehr Schaden. Logisch, Leute, logisch, ne. Okay, aber ich bin froh, dass wir das geschafft haben, mehr oder weniger legitim, wurde jetzt aber auch wirklich Zeit. Es hatte nicht die Klasse eines Fischlevels, okay. Aber ich mache jetzt hier mal einen richtigen Stand, nicht, dass ich jetzt wieder aus Versehen lade. Das hatten wir in letzter Zeit oft genug. So. Ja, so. Jetzt habe ich's. Ne, es war nicht so spannend wie das Fischlevel. Es war einfach nur nervig. Mal schauen. Oh. Ach, doch. Da kommt Musik, wollte schon sagen. Ist das jetzt ein Horrorlevel? Okay, es wirkt so, als hätten wir, als wäre zwischen dem einen und dem anderen Level keine Zeit verstrichen. Sowas mag ich. So Open World dynamische Level. Wo du einfach das Gefühl hast, du wärst an dem einen und selben Ort. Ja, das. Ja, es war mir klar, dass ich da nicht mehr hochkomme. Das hat ja was von Crash Bandicoot 4, ne? Wobei man eher sagen kann, dass Crash Bandicoot dann. Es gab schon das ein oder andere Jump'n'Run, welches solche Mechaniken hat. Also jetzt nicht direkt bei Mario. Wobei vielleicht in irgendeinem offiziellen Teil, aber ja, so hacktechnisch ist das jetzt, glaube ich, das erste, welches ich spielen darf, das sowas beinhaltet. Aber ich denke die ganze Zeit immer so, oh, jetzt bloß nicht die falsche Taste drücken. Ich muss mir doch einfach nur merken, dass links die Seite, die nicht meine Schreibhand ist, die Seite, die man weniger verwendet, das ist die Speicherseite und rechts ist die Ladeseite. Ja, das ist mir schon wieder zu viel Bullshit. Da verzichte ich dann doch lieber auf den Pilz, beziehungsweise es wäre ja, oh Gott, es wäre ja eine schöne Feuerpflanze. So dumm getimt. Aber so, Feuerpflanze wäre hier halt echt gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo sind die Spieletester, wenn man sie braucht? Hier passiert doch offensichtlich zu viel auf dem Bild. Da stürzt doch schon wieder die Bildrate ein. Die gute, gute Bildrate. Oh mein Gott, ja, es ist schon so ein bisschen verwirrend, ne? Man muss dann immer so ein, zwei Schritte vorausdenken. Kommt die auch raus, wenn ich vor dem Rohr stehe? Nee, ne? Eher nicht. Okay, aber guck mal, da ist schon der Moment. Was haben wir gesagt? Links, so. Da ist schon der fucking Mittelpunkt, Leute. Also, es ging, aber gut. Das habe ich bei dem anderen Level, glaube ich, auch gesagt. Und dann kam so eine Rätselscheiße. Okay, ja, das war dumm, zugegebenerweise. Aber ich kann jetzt sogar, ich habe ja sogar jetzt ein Leben mehr, ne? Das haben wir auch lange nicht mehr erlebt. Das heißt, ich kann einmal mehr. Oh, das wird jetzt. Oh, ja, das wird schön. Das wird schön. Abgefuckte Wassermechaniken. Ja, das ist nett. Pilz auch fair gesetzt. Kann mich nicht beklagen. Hier würde ich gerne runter. So, genau. Und. Ja, der weiß doch schon wieder, wie er das macht hier. Aber ich habe keinen Schaden erlitten. Hm. Kann ich da nicht einfach. Ja, du darfst halt nicht zu hart auf die Schwimmtaste hauen, ansonsten passt es. Das ist abgespaced, das mag ich. Hier auch wieder runter.
Aber irgendwo wird es wahrscheinlich ja genau hier einen Moment geben, wo sich dann so sagt, nee, und zumal hier. Nee, das ist eher so als Abfederung. Also ich muss hier schon durch. Und hab dann aber immer wieder eine Chance. Also er wirft mich jetzt nicht in die Schlucht oder so. Aber er will schon, dass ich das hier mache. Und da sage ich, ich mache das dann einfach so. So hat er sich das wahrscheinlich gedacht. Da hätte ich einen, ouch, einen Zufluchtsmoment. Aber gut, machen wir das Ganze. Das ist gefährlich. Das ist sehr, sehr gefährlich. Ja. Hui, 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 hui. So, was haben wir hier? Da könnte ich mir gut vorstellen, dass da vielleicht doch mal eine Schlucht ist. Puh. Weißt du, pass auf, ich mache Folgendes. Ich mache einen Drehsprung. Okay. Es ist aber okay. Ich wäre sogar fast damit durchgekommen, ne? Hier muss man ganz besonders aufpassen. Wobei, notfalls kann ich da auch nochmal hier eine Sprungpause machen. Aber wobei, nee. 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 Ja. ich muss... Moment, was? Oh, ich versuch's direkt so. Scheiß auf den ersten. Ja. Genau deswegen hat er da zwei positioniert, Leute. Genau deswegen. Der wusste das ganz genau, der kleine Hurensohn. Aber okay, wir haben ja einen legitimen Checkpoint. Also verwenden wir ihn auch. Leider bin ich jetzt natürlich klein. Ich weiß nicht, ob ich vorher klein war. Das könnte die eine oder andere Sache natürlich etwas schwerer machen. Zumal, stellt euch mal vor, ich hätte da die Feuerblume gehabt. Dann hätte ich, weißt du, bei so einer Scheiße könnte man sich den Hit dann einfach erlauben. Könnte man sagen, ja, nee, komm. Dafür habe ich mir die Scheiße aufgespart. Das ist sowieso, glaube ich, die Devise dieses Hacks. Wenn du musst deine Pilze manchmal auch einfach parat haben, ja? Wenn du sie parat hast, dann geht's dir verdammt nochmal richtig gut. Andernfalls aber natürlich auch nicht. So, den hier. Den müsste ich jetzt wirklich durchbringen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, das sind hier so die Eingewöhnungsdinger. Warte mal, kann ich denn... So, spare ich mir die andere Scheiße auch wieder. Genau, hier kann ich wieder runter. Da, oder? Ja, doch. So, genau. So, hier war so eine Stelle. Ich weiß nicht, habe ich da... Nee, ich habe da keinen Schaden, glaube ich, kassiert. So. Stehen wir da, brauchen wir nicht. Wozu so brauche ich da die Blaupause? Ist doch Quatsch, Leute, ist doch Quatsch. Und hier... Weiß nicht, da einfach ein Drehsprung oder so, aber... Ja, deswegen... Der Fisch kommt aber nicht bis ganz nach hinten, oder? Ja, nee. Das habe ich mir dabei gedacht. Und dann habe ich es noch nicht mal hochgeschafft. Traurig. So, hier. Das war mehr Glück als Wobei... Oh, was? Zweimal, es ist gerade zweimal passiert. Ich habe keinen Schaden von dem bekommen. Und es war so kurz vor dieser Stelle, ne? Fast hätte ich den Pilz durchbringen können. Oh, okay. Knapp, aber ja. So, da gehe ich mal runter, um die Situation zu checken. Okay. Ja. Ah, ich dachte gerade, der Pilz bleibt am roten Eck. Nein. Oh, fuck, okay. Ja, nee, dann nehme ich mir das hier auf jeden Fall. Warte. Jetzt. So, genau. Dann gehe ich da hoch. Und mach den hier. Moment, war der Feuer schon da? Weiß ich jetzt gar nicht. Und hier. Gehen wir runter, schauen. Okay. Ja, gut, da wird jetzt kein Pilz drin sein. So, schön hier wegballern, die Hurensöhne. Damit sie mich nicht stressen. Das haben wir hier wieder. Ja. Ah, nee. Ich denke lieber fünfmal nach, bevor ich jetzt einen Move mache, oder? Meint ihr, da geht's rein? Warte. Gib mir Zeit. So. Ja, da geht's, oder? Ja, ich glaube, rechts ging's nicht weiter. Das ist halt nur, du hast da halt mehrere Möglichkeiten. Okay, warte, ich muss mal hier ein bisschen lauter machen. Ich höre kaum was von der Musik. Hab bestimmt schon den einen oder anderen Hitpiece verpasst. Gut, das wirkt ein bisschen so, als könnte das nachher ziemlich laut sein. Da sind die guten 10 Minuten um, Leute.
Na gut, ja, dann muss ich mich daran halten und würde mal sagen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, um erfahren zu können, ob ich es letztendlich durchschaffe oder wieder verrecke. Ja. Ich bin so froh, dass wir. War das in dieser? Ja, am Anfang dieser Folge, ne? Da haben wir dieses andere Holocaust-Level geschafft. Oh. Und ich dachte, ich wäre etwas länger von so einer Scheiße befreit, aber nein, wir hatten, glaube ich, davor hatten wir 20 Minuten Ruhe oder so, ne? Ich hoffe, dass ich jetzt mal, wie gesagt, ein paar Minuten, ein paar Stündchen am Stück Ruhe kriegen könnte. Weil bis jetzt sieht es ja hier sehr, sehr gut aus, ne? Hoffentlich ist das Level, wird das Level nicht noch spontan asozial zu mir, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.